will man verhindern, dass unsere staatlichen und gesellschaftlichen Kapazitäten überfordert werden, so ist von Anfang an darauf zu achten, dass sich die Antragsteller ökonomisch, sozial und kulturell hier integriert haben. Oder die sprachliche Verständigung innerhalb der Aufnahmegesellschaft. Natürlich essentiell. Da sollte schon ein Niveau vorliegen, das ermöglicht, die Hauptinhalte von Texten zu verstehen und sich so zu verständigen, dass ein normales Gespräch ohne größere Mühe gut möglich ist. Also B2-Niveau und nicht nur B1. Und man sollte hinzufügen, politische Steuerungsmacht, Stichwort Wahlrecht, sollte getragen sein von der Fähigkeit, den politischen Diskursen in Deutschland folgen zu können. Denn wofür steht da zum Beispiel der neue Wunschkoalitionspartner der Union, die Grünen? Ein 2015 illegal emigrierter Syrer wird von Ihnen in Oberhausen als Direktkandidat für den Bundestag aufgestellt. Er meint, mit mir im Bundestag würde es nicht mehr nur heißen, dem deutschen Volke, sondern für alle Menschen in Deutschland. Eine stabile Gesellschaft, die ihre Funktionsfähigkeit erhalten will, sollte ein Auge darauf haben, wie sich in ihr das Verhältnis der Anspruchsempfänger zur Gruppe der Leistungsträger entwickelt. In allen Dimensionen der Integration, ökonomisch, rechtlich, sprachlich, kulturell, müssen da doch vernünftige Mindeststandards gewährleistet bleiben. Davon ist Deutschland gegenwärtig leider weit entfernt. Das momentane Staatsbürgerschaftsrecht ist eher von realitätsblinder ideologischer Voreingenommenheit geprägt als von nüchterner Sachabwägung. Was wir brauchen, ist weniger selbstverliebte, vorgebliche Gesinnungsethik als vielmehr nüchterne Verantwortungsethik. Was zu Tiefstpreisen verschleudert wird, erweckt den Eindruck, was nichts kostet, ist nichts wert. Die Zugehörigkeit zum deutschen Staatsvolk sollte uns mehr wert sein, meine Damen und Herren. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die AfD möchte uns wieder mal mit ihrer rassistischen Hetze auf die Tagesordnung hier setzen. Mit ihrem Antrag und Gesetzentwurf zum Staatsangehörigkeitsrecht bedienen sie erneut ihren völkischen Nationalismus und nichts anderes. Das sehen wir auch heute hier in dieser Debatte. Zum Staatsangehörigkeitsrecht haben wir als Linksfraktion klare Positionen. Im Gegensatz zu der AfD setzen wir uns für ein modernes Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht ein, was Einbürgerung erleichtert und vor allem die Partizipation stärkt. Hier möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, Herr Amthor, aktuell erfolgen über 60% der Einbürgerung unter Beibehaltung der bisherigen Staatsangehörigkeit. Doppelte Staatsangehörigkeit bzw. Mehrsprachigkeit ist nun mal Realität in vielen Teilen unserer Gesellschaft, europaweit und weltweit. Und das sollte nicht problematisiert, sondern erleichtert werden. Nein, das ist kein Problem. Viele Kommunen und Bundesländer führen aktuell erfolgreiche und mehrsprachige Einwanderungskampagnen durch. Und diese Kampagnen werden auch unterstützt von den größten Migrantenselbstorganisationen, die auch entsprechend Forderungen aufstellen. Wenn Migrantinnen wie Sascha Stanisic, Gewinner des Deutschen Buchpreises und Autor, aufgrund der restriktiven Aufenthaltsregelung und Einbürgerungsverfahren sagen, dass sie nach dem heutigen geltenden Recht nicht hätten in Deutschland bleiben dürfen, dann ist das ein Alarmsignal. Denn Migrantinnen wie Sascha Stanisic liefern im Gegensatz zu der AfD einen wichtigen Beitrag für unsere vielfältige Gesellschaft. Natürlich. Wenn Sie in Ihrem Gesetzentwurf von einem vermeintlichen Zerfall der Wertebasis sprechen, wird deutlich, dass Sie am völkischen Nationalismus hängen geblieben sind. Wenn hier irgendwelche Werte zerfallen, dann, weil Sie weiterhin Hetz und Hetze aufrufen. Hetze und Fratze wie Sie. Sie fordern in Ihrem Antrag wirklich, dass Einbürgerungswillige nicht durch verfassungsfeindliche Handlungen jeglicher Art auffällig geworden sein dürfen. Interessant aber, denn Sie alle hier und die meisten bzw. ein größerer Teil Ihrer Parteimitglieder würde ja nach Ihren aktuellen und Ihren eigenen Regelungen an einer Einbürgerung scheitern. Natürlich. Alleine die Formulierung, die Entscheidung, wer zu einem Staatsvolk gehören soll, muss mit der Überlegung einhergehen, wer willens und fähig ist, für ein Land Verantwortung zu übernehmen und sich gut zu integrieren, zeigt, dass diese Fähigkeit Ihrer Ansicht nach bestimmten Gruppen komplett abgesprochen werden soll. Wer soll denn hier überhaupt darüber entscheiden? Sie etwa? Alte weiße Männer mit Hundekrawatten? Sicher nicht. Davon hatten wir ja genug.
Ihr Papier, was Sie zum Jahresbeginn aus Angst vor einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz zum Staatsangehörigkeitsrecht vorgelegt haben, kann und wird Ihre völkische Ausrichtung nicht überdenken. Mit Ihrem heute aufgesetzten Antrag machen Sie deutlich, Sie stehen weiterhin zum völkischen Staatsangehörigkeitsverständnis. Übrigens sollten Sie bedenken, Kollegin, dass der völkische Staatsangehörigkeitsverständnis für das Bundesverfassungsgericht ausschlagend war, die Verfassungsfeindlichkeit der NPD 2017 festzustellen. Wir hoffen, dass es bei Ihnen nicht so lange dauern wird. Sie müssen den Schlusspunkt setzen.